Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio-CD.at. Heute ist Dienstag, der 16. April 2024 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute geht es wie im DAX stärker nach unten und es könnte sogar der schlechteste Tag nach Prozent-Performance 2024 werden. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Here's Market and Me, podcasting for equity. With Homie B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Aprilfolgen der Wiener Börseparty, die sind präsentiert von Wienerberger. 1,43% minus jetzt im ATX auf 3488,7 Punkte. Also wieder unter 3.500 Punkten und die minus 1,68% vom 17. Jänner, die sind leider irgendwie in Reichweite. Virtuell momentan der zweitschwächste Tag des Jahres, aber vielleicht wird es ja am Nachmittag noch besser. Gewinner, Verlierer, blicke ich wieder auf das 39 Titel umfassende Private Investor Relations Universe und da ist der Verbund vorne mit plus 2,6%, dann die A-Mark mit plus 2,3% und die Telekom mit plus 0,4%. Die A-Mark ist ja gestern von der B&C gelobt worden. Beim Geldumsatz vorne zum Mittag ebenfalls der Verbund. Insgesamt, es ist schon nach 13 Uhr, sind die Umsätze relativ gering. Der Verbund hat einmal 6,2 Millionen Euro. Zahlen gibt es von Marinomed, die haben das Jahr 2023 mit einem Umsatzrückgang von 18,6% auf 9,2 Millionen Euro und einem EBIT-Rückgang von minus 4,9 auf minus 5,1 Millionen Euro abgeschlossen. Man liegt hinter den Erwartungen, sagt man, aber hat einen optimistischen Ausblick. Die Kommerzialisierung der Marinosolf-Produkte dauert länger als erwartet, aber die strategischen Optionen für das gesamte Karagellose-Portfolio werden natürlich weiterverfolgt und man kommt in die nächste Verhandlungsrunde. Und ich wiederhole nochmal das Fazit. Wir haben guten Grund zum Optimismus, dass uns ein besseres Jahr bevorsteht. Agrana hat die Guidance fürs abgelaufene Geschäftsjahr erfüllt. Das war ein sehr deutlicher Anstieg beim Konzern EBIT und ein moderates Umsatzplus. Aber wird jetzt verhaltener und stellt ein EBIT in Aussicht, das deutlich unter dem Vergleichswert 2023-24 zu liegen kommen sollte. Und seit dem vierten Quartal 2023-24 ist man mit einem zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld konfrontiert. Der HV am 5. Juli wird eine Dividende in Höhe von 0,9 Euro je Aktie vorgeschlagen, was eine schöne Rendite ist natürlich. Bei Do & Co. kommt man ins Finale, was die Wandlungserklärungen betrifft. 99 Millionen sind jetzt eingereicht des 100 Millionen Bonds. Also diese Geschichte ist dann auch bald vorbei, muss dann noch abgewickelt werden. Das wird ja peu à peu gemacht. Aber war natürlich eine wichtige Sache fürs Unternehmen, den Wandler zu machen und ein gutes Geschäft für die Zeichnerinnen und Zeichner, die sich dann auch sicherlich gerne zurückerinnern werden. Auch bei der Strabag gab es ja die Wertrechte, die können jetzt in einer verlängerten Frist von 16.04. bis 14.05. eingereicht werden. Bei der Wiener Privatbank wird der CEO, nämlich der Christoph Raninger, seinen mit Ende 2024 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber, also der Bank, nicht mehr verlängert. Biogena ist ja mit einem Vehikel im Direct Market Plus der Wiener Börse. Und in einem Interview mit forinvestors.de meint der Albert Schmidbauer, der Gründer des Unternehmens, dass er auch des Gesamtunternehmens unter Umständen börsewillig ist. Also er denkt sehr oft und viel über einen Börsegang des Gesamtunternehmens nach. Aktuell ist man als Emittentin einer Anleihe unterwegs, die ebenfalls an der Wiener Börse notiert werden soll. Börsegeschichte gibt es immer Finanz. Die haben ihren Höchstkurs gehabt heute vor 17 Jahren 101 Euro. Und der Verbund, heute Tagesbester, hat vor 3 Jahren am 16.04.2021 568 Millionen Handelsvolumen gehabt. Das ist der beste Wert
in der Geschichte der Verbundaktie an der Wiener Börse. Und dann gibt es noch Research zu Polytech. Baderbank meint weiterhin bei und Kursziel 7 Euro. Und die Analysten erwarten einen zuversichtlichen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und die Folgejahre und sind überzeugt, dass der dramatische Kursverfall der Polytech-Aktie der letzten 3 Jahre zu Ende geht und man bekräftigt die Kaufempfehlung. Also ein positives Ende an einen Tag, der heute Vormittag nicht so gut läuft. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Tschüss und Baba, bis morgen. Let's give a